Der Traum der Kulturkarawane. Diese Kulturkarawane ist eine Kollektividee. Wir ziehen hier um den Bodensee und am 21. Juni ist die Friedensmenschenkette, die wir auch damit bewerben, um 15 Uhr. Rund um den Bodensee kommen Menschen von ganz Deutschland. Eine Friedenskette am 21. Juni rund um den Bodensee, das finde ich gut. Und wir ziehen nun weiter mit dem Morgen dahin. Sehnsucht im Herzen zum Anbeginn, pflücken die Sterne vom Nachthimmel tief. 21. Juni ist eine Friedenskette um den Bodensee. Ich bin dabei. Die Initiative der Friedenskette vom Bodensee kann ich voll unterstützen. Also am Bodensee findet jetzt eine Menschenkette statt, die für den Frieden eintritt. Und gerade in der jetzt bewegten Zeit scheint es uns notwendig zu sein, sowas zu unterstützen. Als Symbol, und wir machen Musik dabei. Nun weiter mit dem Morgen dahin, Sehnsucht im Herzen zum Anbeginn. Sterne vom Nachthimmel tief, jeden, der mit uns sieht, sein Lebenslied rief. Die Friedensmenschenkette Bodensee finde ich eine gute Sache. Frieden hat für mich einen ganz hohen Stellenwert. Und für mich auch. Und ich finde, dass für Frieden für alle Menschen wichtig ist. Und ich bin auch mit Friedensmenschenkette dabei. Friedensmenschenkette am Bodensee. Finde ich gut. Das finde ich auch gut. Sehnsucht im Herzen zum Anbeginn, pflücken die Sterne vom Nachthimmel tief, in uns der Gesang der blauen Blume rief. Nochmal, kein Problem. Wir brauchen euch alle. Wir wollen gerne vom 1. Juni bis zum 21. Juni mit diesem alten, ehrwürdigen, 100-jährigen Zirkuswagen um den Bodensee herumfahren, um den Frieden zu feiern, um ein Signal des Friedens nach Deutschland, nach Europa, in die Welt hinauszusenden. Und deshalb laden wir alle Menschen ein, mit dabei zu sein. Auch auf der Kulturkarawane, die jeden Abend Kulturveranstaltungen bringen wird. Wir laden auch alle Künstler ein, sodass wir ein schönes Kulturfest jeden Abend feiern können und mehr Menschen darauf aufmerksam machen können, dass wir am 21. Juni um 15 Uhr uns in eine Reihe stellen wollen, in eine Kette und den Bodensee quasi zu umrunden. Deshalb ist es wichtig, dass ihr persönlich euch auch mit dafür stark macht, erzählt es euren Freunden, postet es in den sozialen Netzwerken oder noch besser, geht analog in die Welt und erzählt den Menschen davon, seid mit dabei, es kommt auf uns alle an, der Frieden will gefeiert werden. Und wir ziehen nun weiter mit dem Morgen dahin, Sehnsucht im Herzen zum Anbeginn, pflücken die Sterne vom Nachthimmel tief, jeden, der mit uns sieht, sein Lebenslied rief.